scheiße. Es ist ganz stürmisch, man sieht seine eigene Hand vor Augen nicht. Ich habe schon wieder Inventarprobleme hier. Mensch, hä? E drücken ist es aus, okay. Gut, dann ist es ja ein bisschen gerade konfus, ja, die Folgenanleitung versaut. Ja. Aber dafür ballere ich jetzt hier diesen Vogel weg. Ja, das ist ein guter Ausgleich. Jetzt habe ich. Klaus, gleich mal das Auto oder fährst du es in den Abgrund? Das hast du schön gemacht. Damit wir gleichberechtigt sind. Ist nicht. Ich stehe über dir. Na. Andersrum. Also Robin, hier altmodisches Denken aus dem 20. Jahrhundert. Ach. So, das hast du jetzt verdient, aber du bist nicht eingelaufen. Schade. Ja, wenn ich sterbe, ne? Ich hab noch einen. Ich hätte mich so ergötzt dran, wenn du jetzt gestorben wärst. Ja, das ist vielleicht schön für dich, aber... Tja, aber was? Ich bin nicht so schmerzgeil. Ja, spritzt dir nur so einen komischen C-Virus. Ja, den du mir gegeben hast. Ich? Ja, jetzt bin ich's wieder, natürlich. Immer die anderen. Ja, klar. Ach, nee. Keine Selbstkritik der Mann hier. So, ach, auch jetzt schön, haben wir wieder einen Schlüssel angezeigt. Also, hier wird scheinbar auch noch Holz, also Forstwirtschaft betrieben. Das ist ja auch, ich habe noch keinen Förster gesehen, aber gut, die Infizierten müssen ja auch irgendwann mal normal gewesen sein. Vielleicht waren es ja hier die Förster oder Baumfäller. Ja. Robin hat das jetzt gerade super erläutert. Also ich kann da nichts hinzufügen. Ja. Ich wollte zwar, aber dann hat Robin meinen Gedanken. Ja, beispielsweise könntest du jetzt hinzufügen, dass die Region hier sehr hochgelegen sein muss. Ja gut, es lohnt sich ja kaum wahrscheinlich, wegen dem. Die Baumdichte ist jetzt doch nicht so hoch. Oh, jetzt wäre ich beinahe hier runtergesprungen. Wo geht's denn jetzt weiter? Ich könnte nicht mal eine Ausschilderung machen für Shever. Ich bin immer noch auf Resident Evil 5 Trip. Es war ja auch schön, Resident Evil 5, oder? Jo. Ja. Da war es zwar nicht so kühl wie hier, aber das muss ich auch nicht. Naja. Dicke Jacke. Ich unterbreche dich immer, tut mir leid. Ja, nee. Wo gehst du jetzt hier runter? Also ich bin jetzt. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Oh, das weiß ich auch nicht. Lawine hier. Und hier liegen viele explosive Fässer noch so an der Seite. Wollen die noch brauchen? Könnte man sich zum Nutzen machen. Oh, ich sehe wieder nichts. Die könnte man sich zum Nutzen machen, aber. Tja, was die hier zu suchen haben. So, jetzt komme ich. Jetzt kann ich hier runterrutschen. Das macht Spaß. Ich weiß bloß gerade nicht, wo es lang geht und wo du bist und ja. All das. Ich weiß gerade. Ups, jetzt habe ich mich gerade hier wieder gerammelt. Ein bisschen Heilkraut. Ach ey, du mal weiter. Die anderen können ja eh nicht sehen, was ich hier mache. Ich rutsche gerade irgendeinen Abhang runter, wo ich nicht weiß, wo es hingeht. Das ist nicht schlimm. Oh. Zack, ich glaube, ich bin dem Schlüssel einen ganzen entscheidenden Schritt weiter. Näher. Das ist gut. Ja, du willst nur schnell deine Million hier kassieren und dann weg. Ja, eigentlich ist es ja auch gar kein Schlüssel. Das sind ja Datenpakete. Ja, hier wird ein Schlüssel angezeigt. Ja, stimmt, sind Daten. Daten über dich. Können wir gleich mal auf Facebook hier mal hochladen. Ja. Dann ist öffentlich. Also, ne? Dann kann wenigstens jeder nachvollziehen, wer der Retter der Menschheit war. Dann kriegst du ein Like dafür von mir. Aber ich bin nicht angemeldet, also kriegst du keins. Ja, dann wird's mal Zeit. Hä? Achso, hehe, ich hab ihn. Hier ist noch einer. Ich wusste gerade nicht, wie ich hinkomme. Das wären dann alle Speicherchips. Wir können los. Endlich. Ich will in diese Hütte, bevor ich zum Schneemann werde. Also du hast keinen Bock mehr hier. Also hör doch gleich auf mir in dem Let's Play. Und keine Lust hier, nicht die Welt retten, also mal so nebenbei. Das willst du nicht. Und ja. Ich finde dein Engagement, das sollte... Ja, du solltest auch Verständnis haben dafür. Was? Für was? Für dich? Ja, also... Spritzt dir eine Spritze und machst mir Vorhaltung, dass du noch Geld dafür hast. Naja. Ja, du. Ich finde mich hier wirklich nicht zurecht. Nee, ich auch nicht. Ich sollte mehr auf die Karte achten, das hilft ein bisschen zu navigieren, weil man erkennt ja ihre Wege nicht, wenn sie
in zwei Metern weitergehen. Aber sie haben das gut, die haben das hier gut dargestellt, finde ich. Doch, ja. Also, gefällt mir gerade richtig gut so. Ja, auch wenn wir keinen klassen Schimmer haben, wo es hier gerade lang geht, aber irgendwann finden wir uns schon und das ist die Hauptsache. Oh, super, ne? Ich hab vergessen, die Uhr zu stellen. Konnte mir das passieren? Das ist ja wieder eine Überlänge hier rauskitzeln, ne? Ja, ja, wie immer. Ach, vielleicht sind wir bei 5 Minuten, schätze ich. Ups, Und wenn nicht, dann, ja, wird's wahrscheinlich dann Überlänge. Ja. Ach, hier hätte ich nur die Leiter runtergemusst. Ah, nee, doch nicht. Hä? Ich weiß nicht, das hier für eine Verarsche. Ach, hier geht's runter. Ja, frag mich mal, ich weiß auch nicht, wie es hier. Du bist doch schon am Ziel, oder? Nee, also noch nicht. Im Moment keine Gegner und ich habe schon wieder die Befürchtung, aber... Ich kombiniere gerade noch ein bisschen Kraut. Ja, genau. Naja. Mach das. Jo. So, jetzt bin ich auch bei dir. Jetzt können wir weitergehen. Ach da. Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Ist hier wieder großer Schneesturm, hä? Warte mal. Ich gehe mal hier runter. Nee, da runter geht's nicht. Nicht? Nee, hä, doch, nee, doch, hä? Was? Was, wo? Ja. Doch wieder runter. Oh. Sehr freundlich. Ich hab gerne dein Kissen gespielt. Ja, bitte. Also danke. Nee, hä? Ja, bitte. Nee, hä? Ach, ist egal. Du warst verletzt, da ist gut. Nee, hier geht's nicht weiter. Wir müssen doch mal durch diese schöne Lawinenlandschaft. Na. Naja, gut. Dafür so, ist es dann eine kleine Überlänge wahrscheinlich. Ja. Kurz aufgewandt am Flugzeug und du schnappst dir gleich mal den ersten Platz. Und das lässt auf weitere Charaktereigenschaften schließen. Ja, immer vorne sein wollen, immer. Ja, ich konzentriere mich gerade mal aufs Wesentliche. Hier müssen wir irgendwie rüberkommen. Kommen wir aber nicht. Tja, schade. Das heißt, wir müssen von dorthin, von wo ich gekommen bin. Nee. Ja. Ja, so. Weiß ich nicht. Also wir müssen wieder runter, denke ich mal, ne? Ja. Na, ich bin schon unten. Ich glaube, ich sehe gerade vor dem als Erste. Hier. Ah ja, hier geht's hoch. Okay, ich wüsste gern, wo du bist. Ja. Also du bist jetzt wieder hier hochgegangen, ja? Soll ich dich abholen? Ja. Ja. Okay, dann hole ich dich jetzt mal ab. So. Naja, jetzt sind wir doch schon. Ich denke, wir sollten hier hochgehen. Wo bist du? Ach, da. Ja. Ich sehe wirklich kaum was. Kann ich hier gleich mal wegsnipern, dann siehst du, wo ich bin. Wenn deine Sinnesorgane dann noch mitmachen nach deinem Tod. Es kommt drauf an, wo du hinschießt. Kopf. Ja. Wo sonst? Na gut, du bist jetzt nicht gerade der große Sniper. Doch. Das ist ein neuer Trend bei mir. So, und jetzt bin ich gespannt, was die Hütte so ein bisschen... Kann sie wirklich Zuflucht bieten? Gibt sie eine schöne Nacht. Naja, schon, man muss ja mal irgendwann hier schlafen. Also die Protagonisten, die bekommen ja wenig Schlafen. Das ist ja auch nicht unbedingt gesund hier, ja? Damit sie mehr Energie haben, hier die Viecher zu besiegen, ne? Also man sollte das jetzt hier nicht irgendwie anders deuten. Ja. Gut. Ja. Also die können sich sogar in fliegende Viecher verwandeln. So, und jetzt schön in die warme Unterkunft. Ich hole Hilfe, der Treffpunkt kann nicht mehr weit sein. Oh, warte!
das schon immer so? Das mit dem Heilen? Mein Vater war Wissenschaftler. Er arbeitete an BOWs, als der Unfall geschah. Zum Glück wurde ich noch rechtzeitig mit dem Impfstoff behandelt. Aber der Virus reagierte und passte sich wohl an. Seitdem ist er ein Teil von mir. Was wurde aus deinem Vater? Seine Arbeit war sein Tod. Als er dann starb, war sein Körper so stark mutiert, er war kaum zu erkennen. Tut mir leid, ich wollte dir nicht... Schon okay. Außerdem hat es ja auch zu etwas Gutem geführt. Ja, du hast Superkräfte. Das meinte ich nicht. Die Leute, die mich gerettet haben, Leon und Claire, sind die besten Freunde, die ich je hatte. Claire ist die Schwester dieses BSAA-Typen, ne? Sie riskierten ihr Leben für mich in Raccoon City. Ich versuche wohl immer noch so zu werden wie sie. Und gebe nie auf. Egal wie schlecht es steht. Apropos schlechte Chance. Wir haben unerwünschten Besuch. Aber ohne Einladung geht gar nichts. Ach Mensch, da wurde die Knutschzähne mal wieder versaut, aber das... Boah, ich komme den Tür noch rein, ja. Ja. Gleich so stürmisch, das erinnert mich an dich, Dennis. Naja, zack. So, was nehmen wir jetzt noch was Schönes? Genommen wäre nicht schlecht. Also ich habe ja... Ach, hier ist... Zack, zack. Ups. Zack, weg mit dir. Ja, Magnum macht doch auch Spaß. Ja, klar. Wow. Oh, ja. Die sind ja jetzt drin. Ja, klar. Resident Evil 5 hatten wir auch so eine Szene drin. Weißt du noch ganz am Anfang? Was für eine Szene? Du. Ja. Ich bin, glaube ich, gestorben. So nee, was meintest du? Also. Ja, ganz am Anfang Afrika, da hatten wir auch eine Szene und dann kamen die alle ins Haus. Ach so, ja, ins Haus, ja, aber nicht mit der Videosequenz, also vom Inhalt. Nee. Also über Shepard haben wir ja relativ wenig erfahren. Das stimmt. Schade eigentlich. Zack. Zack. Leute, das Ding macht nicht gut. Zack. Ah ne, jetzt hab ich auf dich geschossen. Ja, ich stürme schon gerade mal ein bisschen raus, damit es... Oh oh. Eine Lawine! Ich sagte ja, sie soll leise sein. Oh, das Muni. Ja, das Muni ist jetzt egal. Nee, Muni. Siehst du? Oh, Mensch. Ich war nämlich gerade beim Mobil und da bist du noch mal zurück. Nicht mal Muni gegönnt. Jetzt schießen sie ja nochmal alles ein. Na gut, okay, das war ja eine relativ kurze Sequenz, da können wir nochmal. Ja, wir sollten jetzt sofort zum Schneemobil. Boah. Oh oh. Nee. Komm nee, jetzt ja drauf. Ich sagte ja, sie soll leise sein. Oh. Jawohl. Jetzt runter, ja. So, diesmal stoppt keiner von uns. So, und jetzt müssen wir hier mit dem Schneemobil der Lawine entkommen. 160 Meter, ne? Das dürften wir ja schaffen. So, aber obwohl, die ist ja uns ja auf dem Fersen, die Lawine. Oh. Was? Mann! Was tut das? Ja. Ja. Ja, also die Sherry, wie vermutet, ist halt der die Tochter von dem Wissenschaftler... Birken. Birken. Ja, weil wir hatten es mit dem ja in ORC zu tun. Und der Berg kommt runter! Die Götter müssen uns heute wirklich haben! Nicht aufgeben! Wir schaffen das! Außerdem... Willst du irgendwas sagen, oder? Nicht. Danke! Sehr tröstlich! Oh nein! Nach rechts! Ja. Wir sind Birken in Resident Evil Operation Raccoon City begegnet und dort ist er ja mutiert.
Also richtig. Da durfte ja auch ein, naja, jetzt nicht unsere Einheit ein Angehöriger, aber ein Angehöriger des Umbrella Security Services durfte da, naja, sein Leben lassen. Halt genau. Ich muss mich so gut an die Story erinnerst. Das ging bei mir so irgendwie da rein, da raus. Ich will nicht begraben werden. Ja, jetzt habe ich schon wieder unterbrochen. Ach komm, red nochmal, du machst das so schön. Ich mach das so doof. Nein. Ja, jetzt geht's erstmal hier rum, dass wir hier abhauen. So schnell wie möglich, aber irgendwie müssen wir ja auch wieder abgeholt werden. Möglichst vom Hubschrauber. Hier liegt so viel auf der Strecke, aber ich reagiere zu spät, das mitzunehmen. Geht dir das auch so? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße. Hä? Alter, das war jetzt auch ein bisschen dumm. Ja, ich bin's wieder hier. Natürlich. So wie ich schon mal aus dem Spiel weiß, das letzte Zwischenkapitel hier heißt die Höhle. Und. Das ist keine gute Idee! Na, hä? Was soll ich jetzt hier machen? Oh. Wo soll ich denn jetzt aufsteuern? Wie machst denn du das? Ja, du darfst da nicht lang. Aber das zeige ich dir in der nächsten Folge.